Hunde sind sehr soziale Wesen und in den meisten Fällen ist die Freude groß, wenn sie aufeinandertreffen und spielen können. Doch leider kann das auch anders aussehen. Man trifft Hunde der Kategorie der tut nichts, häufig ohne Leine und leider des Öfteren auch ohne ein Ohr für Herrchen oder Frauchen. Die Wege, die diese Hunde einschlagen, führen häufig zu einem anderen Hund, der nichtsahnend und angeleint um die Ecke kommt. Was dann passiert, kennen wir alle. Gekläffe und im schlimmsten Fall eine Rauferei. Deshalb nennen wir dir in diesem Video 7 Gründe, weshalb man keine fremden Hunde auf sich und seinen Hund zustürmen lassen möchte. Als erstes, lieber Zuschauer. Nicht jeder Hund findet seine Artgenossen so klasse, dass er sofort mit ihnen spielen und toben möchte. Es gibt durchaus welche, die andere lieber beim Spielen beobachten, ihnen also zuschauen. Deshalb sind sie nicht komisch oder schlecht sozialisiert, sie mögen es einfach nur nicht. Als zweites, Training. Es gibt Hunde, die gerade im Training sind. Vielleicht wird die Aufmerksamkeit trainiert, das bei Fuß gehen oder irgendetwas anderes. Für ein solches Training ist es wichtig, die Aufmerksamkeit des Hundes zu halten und wenn plötzlich ein anderer Hund auf einen zustürmt, ist das ein schwieriges Unterfangen und man kann wieder von vorne anfangen. Als drittes, kein Interesse. Einige Hunde mögen keine fremden Hunde und legen keinen Wert darauf, neue Bekanntschaften zu machen. Sie freuen sich, wenn sie ihre alten Freunde sehen, brauchen aber keine neuen. Sind andere Hunde dann zu aufdringlich, wird schon mal gewarnt, bevor deutliche Grenzen gesetzt werden. Als viertes, krank oder verletzt. Der Hund, der an der Leine ist, könnte krank oder verletzt sein und muss trotzdem Gassi gehen, um seinen Bedürfnissen nachzukommen. Dass dieser dann nicht gerade erfreut ist, wenn er einen Artgenossen auf sich hängen hat, sollte für jeden verständlich sein. Gerade bei ansteckenden Krankheiten wird sich das andere Herrchen oder Frauchen dann aber beim nächsten Mal genau überlegen, den Hund einfach laufen zu lassen. Als fünftes, Angst. Der Hund an der Leine könnte genauso gut von der ängstlichen Sorte sein. Jeder Hund sollte zu jedem Zeitpunkt selbst entscheiden können, ob er Kontakt möchte oder nicht. Jeder Hund, der einfach auf ihn zustürmt, schürt seine Angst. Und ängstliche Hunde können ihre Unsicherheit dem anderen gegenüber auch schnell mal zeigen. Als sechstes, Aggressivität. Es gibt Hunde, die aggressiv auf Artgenossen reagieren. Das ist eigentlich kein großes Problem, da diese dann an der Leine gehalten werden. Kommt aber ein freilaufender Hund um die Ecke, dann bringt auch die Leine nichts mehr. Die Rangelei ist dann praktisch vorprogrammiert. Und als siebtes, keine Zeit. Es passt einfach gerade nicht. Was auch immer gerade sein mag, zum Beispiel Termindruck oder ein Notfall in der Familie. Manchmal hat man einfach keine Zeit stehen zu bleiben, damit die Hunde sich ausgiebig beschnüffeln. Es gibt noch viele weitere Gründe, warum Hunde sich nicht immer kennenlernen müssen. Natürlich brauchen Hunde den Kontakt zu ihren Artgenossen, aber es gibt immer wieder gute Gründe, warum einige Hundehalter ihre Hunde zurückhalten. Toleranz ist hier ganz wichtig und dazu zählt auch ein Nein zu akzeptieren, ohne schlaue Meinungen dazu abzugeben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.